Morgen. Ich möchte sehen, was das Leben von Land. Fisch, Fokus, Lachs. Lachse kehren im Herbst zu ihrem Geburtsort zurück, um Eier zu legen. Das heißt, dass die Flüsse voll von ihnen sind. Du kannst sie nur im Herbst finden. So, schnapp dir deine Angel und ziehe los. Ja gut, was ist das? Das ist einfach nur ein Bierchen. Das kann nur Shane vorbeibringen. Oh, Shane! Mensch, was für ein Zufall. Hey. Oh Mann, wie sage ich das? Es tut mir wirklich leid, was bei den Klippen passiert ist. Das war peinlich. Ich bin nur froh, dass ich da war, um zu helfen. Du hast einen ernsthaften Weckruf gebraucht. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ich finde, das hier ist persönlicher als das andere. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, aber ich bin auch froh, dass er noch lebt. Wow, das war so schlimm, was? Ich kann mich kaum erinnern. Ja, es gibt auch Alkoholvergiftungen, ja. Ich werde einen Therapeuten besuchen. Harvey hat mir einen seiner Kollegen vorgestellt. Jedenfalls, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du weißt, dass ich die Dinge jetzt etwas ernster nehmen werde. Ich will niemand zur Last fallen. Ist okay. Du fällst mir nicht zur Last, du kannst einziehen. Okay. Hallo, Misa. Du bist so ein guter Nachbar. Da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so. Danke. Das brauche ich auch noch für die Quest. Kacke, heute müssen wir gießen. Warum? Ich hätte aufhören sollen, heute zu spielen. Hätte man anders dann wieder aufnehmen sollen. Kein Bock auf Gießen. So. Dann kriegen wir wahrscheinlich morgen dann das Geld zusammen. Dass wir da wieder etwas... ich habe nicht so viele Süßkartoffeln. Geht's da nicht irgendwo noch mehr Süßkartoffeln? Ach, das sind Süßkartoffeln. Ah. Da hat man gerade so... was? Ja, wir haben eine normale Süßkartoffel. Super. Ja, dann gehen wir als erstes mal zur Katze. Katze. Gießen. Super. Na, dann gießen wir mal schnell den Rest noch. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht vergesse, was ich noch tun wollte. Also die Silos, die kann ich auf jeden Fall irgendwo hinbauen, wo man sie nicht sieht. Die sind mir wurscht. Wir müssen nur die Pflicht erfüllen. Also am besten irgendwo unten in die Ecke, wo sie auch nicht stören. Heute ist Donnerstag, das heißt, wir können die Silos sogar umbauen. So. Nummer zwei, dann können wir noch ein drittes bauen. Vielleicht später sogar noch ein viertes. Muss ich gucken. Kacke. Wir haben kein Wasser mehr. So ein Mist, aber auch. So. Hier noch ein bisschen Wasser und da gießen. Schön. Ich weiß nicht, ob das eine verrottet ist. Keine Ahnung. So. Ich frage mich, wie weit manche andere sind, aber ich gucke mir eigentlich. Das einzige, wo ich mir angucke, ist Hannibal. Hannibal! Wow, das klingt jetzt richtig so wie so Hannibal Lecter und so, ja. Hannibal! Oh Gott, ich frage mich, ob sie auch so hieß. Wegen Hannibal. Ah, ich glaube, die hat. Nee, die hat das nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, hat die das mal gesagt gehabt, dass sie so genannt hat wegen der Blume? Weiß ich gerade gar nicht. Gibt ja mehrere, die benennen sich nach irgendwelchen Blumen. Ich bin da anders, da. Ich habe mich nach einem Tier benannt. Nach einem Eichhörnchen. Toll. Ich meine jetzt nicht Lady Misa. Das war ein Charakter, ja. Da habe ich mich nach der
Misaki von Kaijowa Maizama. Wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. Ja, und so habe ich mich benannt. Wegen der. Weil ich mir dachte, ich bin der voll ähnlich und die ist voll cool. Nur, dass ich, ja, naja. Ja, ist halt so. Ich fand dann den Namen auch irgendwie toll und ja, hab den Namen auch schon relativ lange jetzt mittlerweile. Dass ich mich überall so nenne. Also nicht nur überall. Nicht nur überall. Bester Satz. Nicht nur überall, sondern auch, hä? Was? Naja, mal das hier raus. Das brauche ich auch nicht, das auch nicht. Das brauche ich auch nicht dabei. Davon brauche ich jetzt, glaube ich, nur 10. Mal so. Das brauche ich nicht dabei, das brauche ich auch nicht dabei haben. Die habe ich schon abgegeben, gut. Ja. Ich habe angefangen, mich so zu nennen. Das war 2010. Ja. Also ist schon eine Weile her. 2010 ist jetzt 8 Jahre her. Also es wird 8 Jahre her sein, aber wahrscheinlich habe ich mich 8 Jahre... Ja, vor 8 Jahren ungefähr habe ich mich so genannt. Seitdem habe ich den Namen. Aber mein anderer Spitzname habe ich schon länger. Den habe ich erfunden. Beziehungsweise ich habe mich Eichhörnchen genannt, beziehungsweise Squirrel. Squirrel. Ja. Squirrel. Nee. Ja. Und weil es erstens mal keiner aussprechen konnte. Zweitens mal keiner wusste damals, was es ist. Drittens, ich wusste es anfangs auch nicht. Und dann so, ach ja, das ist ein Eichhörnchen. Süß. Dann nenne ich mich Eichhörnchen. Und ja. Dann später kamen die dann daher und haben mich dann. Squirelli genannt. Ja. Die haben das Squirelli ausgesprochen. Jetzt fühle ich mich als Squirelli. Nicht Squirelli, sondern Squirelli. Ja. Und was wollte ich tun? Genau. Nein, nicht genau. Kacke. Bin wieder voll verplant. Also, wir haben die Information bekommen, dass wir Lachs kriegen. Wir haben die Information bekommen, dass Kacke heute hat Jodie Geburtstag. Die Information haben wir nicht bekommen, aber das weiß ich genau. Wir wollten auch noch zu Gunther gehen, ihm was mitbringen und wir wollten Shane ein Bierchen geben. Was mag denn Jodie am liebsten? Jodie mag am liebsten Kuchen. Das ist halt doof. Heute ist Donnerstag. Ich bin etwas überfordert. Ich gehe als erstes mal zu Jodie, wenn Jodie noch da ist. So, mal gucken. Ja, Jodie ist da. Warte, Jodie hier. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert? Das freut mich, danke. Bitte. Ja, die mochte das so halbwegs. So, dann bringen wir mal kurz... Genau, wir wollten ja auch ins Gemeinschaftszentrum. Ach ja, wir wollten es sauber machen, genau. Da war was und in die Mine wollten wir auch. Ja, wir wollten auch die restlichen Bären wegkriegen, weil die ganzen restlichen Bäume. Dann gehen wir mal als allererstes hier rein. Spenden wir das hier. Super. Dann gucken wir mal. Shane heute arbeitet. Ja, ich habe vergessen, die Bücher zu lesen. Mache ich nächstes Mal. So. Auf zu Shane. Wieder ein Bierchen auf der Arbeit. Das hat ihm nicht geschadet. Ja, da trinkt er jetzt nicht mehr, oder? War da nicht was? Ja, kannst du jemand anderes schenken. Oh wow, Misa, woher wusstest du, dass ich sowas mag? Ich habe schon 6 Sternchen. Da, guck mal, Pam. Eine Marmelade. Du hast echt was Gutes geleistet, Kindchen. Danke, bitteschön. Nee, du kriegst keine Marmelade. Wo ist die Oma?
Oma mag auch Marmelade. Zwar nicht so gern, aber die freut sich. Ach, du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Bitteschön. Mag Jodie vielleicht noch mal eins? Vielleicht habe ich... vielleicht habe ich die Jungs ein wenig zu verwöhnt. Vielleicht habe ich die Jungs ein wenig zu verwöhnt. Sie müssten sich um die Hausarbeit kümmern. Sie mussten sich nie um die Hausarbeit kümmern. Ich wollte, dass sie ihre Kindheit noch genießen, solange sie können. Naja, Sam ist jetzt aber erwachsen. Ich hoffe, er ist deswegen nicht faul geworden. Das wäre nicht gut. Eltern zu sein ist nicht einfach. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, guck mal für dich. Oh, ich habe Caroline schon zwei Geschenke gegeben. Ach, bist du sicher? Meine Güte, bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Na komm, kriegst du auch so eine Marmelade von mir. Danke dir. Ich fühle eine positive Energie von diesem Geschenk. Ja, bitteschön. Ich muss mal Marmelade machen. So. Auf, auf. Erstmal hier hin. Wir gehen heute nicht mehr in die Mine. Wir machen... Oder? Ich weiß es nicht. Zeit vergeht so schnell. Besonders wenn man noch Bären sammelt und sowas. So, hier was. Und dann haben wir... Ach so, Kacke. Da hätten wir auch eine Geode mitbringen können. Das hier. Nächstes Mal können wir eine Geode mitnehmen und vielleicht eine Nautilus-Muschel. Jetzt bin ich auch wieder zu spät für das Silo. Kacke. Bären. Ein paar Bären kann niemand verwehren. Ja. Irgendwie so. Schauen wir mal, ob auch Muscheln da sind. So ein bisschen Waschbärmodus. Oh, da war nix. Da sind keine Muscheln. Ja, ich wollte auch noch zufälligerweise fischen. Das kann ich jetzt auch wieder nicht mehr. Ich müsste mich aufladen, aber ja, kann ich nicht. Ich kann nur sammeln heute noch. Also sammeln wir. So. Schauen wir mal, ich glaube, morgen gibt es dann keine Brombeeren mehr. So, schauen wir heute mal noch, dass wir noch ein paar Brombeeren zusammenkriegen. Und, ja. Dann können wir nächstes Mal gucken, was wir dann sonst noch machen. So. Ob's da ist, ein Bärenstrauch. Yay, Bären. Ich find's echt super, dass ich jetzt immer drei Bären krieg. Gibt's hier auch noch Bären? Nein, da gibt's keine Bären. Ich muss mir immer noch dran gewöhnen, dass ich dem Zauberer auch noch Geschenke vorbeibringe. Da gibt's viele Bären. Hier auch noch. Hier noch welche und auch noch welche. Weiß so gut. Auch noch. So, nehmen wir den Baum auch mit. Vielleicht können wir ja noch ein paar Bäumchen hier fällen, da braucht man hier nicht mehr hin. So. Wunderbar. Und das Bäumchen da. Sehr schön. Hier noch ein Busch. Ist das der letzte Baum? Ne, da drüben ist auch noch einer. Kacke. Ich höre draußen Kinder. Ist auch gut, dass die immer wieder nachwachsen, die Bäumchen. Ich frage mich,
ich habe die Hutmaus auch jetzt schon wieder einen neuen Hut verkauft. Gute Frage, nächste Frage. Aber wenn wir schon da sind, können wir auch gleich nachschauen. So, da ist die Hutmaus, da ist ein Bärenbusch. Dann nehmen wir natürlich noch die Bären mit. Upsa. Hutmaus. Tiara, gepunktete Schleife. Nein, das ist auch nicht das, was ich möchte. Ich möchte den Melonenreif haben. Den finde ich am schönsten. So, da ist noch ein Baum. So. Ich frage mich, ob da jede Beere zählt, die man sammelt. Auf jeden Fall sind hier viele Bären. Oder ist ein. Das sind auch schon wieder übelst die Bäume gewachsen. So. Alle schön einsammeln. Ich habe mir mal irgendwann eingebildet, dass es. Wie heißt es? Einen Teleport gibt. Beim. Ist das hier hell? Das ist weird. Beim Zauberer. Das habe ich mir, glaube ich, auch nur eingebildet. Also. Haben wir hier noch einen Bärenbusch. Sehr schön. Ist da unten noch irgendwo was? Büsche, ja. Mit Bären. Oh, da ist einer. Super. Ich glaube, das war's dann. Gut, wie viel haben wir denn? 113, ja, ich glaube, das sind ein paar Bären. Sollten wir so für den Anfang reichen. Dann noch ein Pilz. Ist hier noch wo was? Nein. So, super. Dann ist es Zeit, um nach Hause zu gehen. Sehr schön. Gab es da nicht was, was ich verkaufen wollte? Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. So ziemlich alles, was Silber ist, kann ich verkaufen. So, das hier, das, 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 das. Die zwei. So. Und ab ins Bettchen. Gute Nacht. Ja, das hat doch schön Geld gebracht. Schön.